Patienteninformationsfilm, knochenerhaltende Behandlung nach einer Zahnentfernung. Wenn ein Zahn entfernt wird, verbleibt im Kieferknochen ein Hohlraum, der als Zahnfach bezeichnet wird. Nach Zahnentfernung füllt sich das leere Zahnfach mit Blut. Das Blut gerinnt und beginnt sich allmählich in Knochen umzuwandeln. Die bisherige Knochenform wird aber nicht beibehalten. Da der Knochen keinen Zahn mehr zu verankern hat, bildet er sich mit der Zeit zurück. Dabei schrumpft vor allem die wangenseitige Knochenwand sehr schnell. Daraus können Probleme entstehen. Zum Beispiel kann bei der Brückenversorgung eine unschöne Lücke zwischen künstlichem Zahn und darunterliegendem Zahnfleisch entstehen. Das liegt daran, dass das Zahnfleisch auf dem Kieferknochen aufliegt und es einsinkt, wenn der Knochen sich zurückbildet. Die entstandene Lücke fällt auf, sieht nicht schön aus und erschwert die Zahnhygiene. Speisereste können sich in der Lücke absetzen und Entzündungen hervorrufen. Auch wenn man ein Implantat setzen möchte, sind geschrumpfte Kieferknochen heikel. Damit das Implantat wie eine natürliche Zahnwurzel ringsum von Knochen umschlossen ist, muss zunächst ein aufwendiger Knochenaufbau gemacht werden. Würde kein Knochenaufbau gemacht, könnte das ästhetische Ergebnis schlussendlich stark beeinträchtigt werden. Es lohnt sich also, bei Zahnentfernungen gleich dafür zu sorgen, dass die Form des Kieferknochens erhalten bleibt. Mit einem bewährten Knochenersatzmaterial, beispielsweise Geistlich Bioos, kann dies erreicht werden. Das Zahnfach wird mit Geistlich Bioos aufgefüllt. Zudem kann die Anwendung einer bewährten Schutzmembran, beispielsweise Geistlich BioGuide, nötig sein, da auch bei behutsamen Zahnentfernungen meistens das Zahnfach beschädigt wird. Die Geistlich BioGuide schützt das Zahnfach an der beschädigten Stelle, fördert die ungestörte Knochenregeneration und unterstützt zudem die Wundheilung. Die natürliche Struktur von Geistlich BioOS dient als Leitschiene für die Bildung von neuem Knochen. Geistlich BioOS wird nach 4 bis 6 Monaten mit neuem Knochen durchsetzt. Danach wird es in den natürlichen Umbauprozess des körpereigenen Knochens einbezogen. Die Form des Kieferknochens kann somit erhalten werden und auch das Zahnfleisch sinkt folglich nicht ein. Bei der Brückenversorgung wird somit keine unschöne und entzündungsgefährdete Lücke entstehen. Auch bei Einbringen eines Implantats ist kein aufwendiger Knochenaufbau mehr nötig, damit das Implantat verdeckt bleibt. Mit einer knochenerhaltenden Behandlung bleibt der künstliche Zahn von Knochen und Zahnfleisch umschlossen. Dadurch wird die Entzündungsgefahr vermindert und das Ergebnis wirkt natürlich und gesund. Eine knochenerhaltende Behandlung vereinfacht also spätere Behandlungsschritte und unterstreicht zudem ihr schönes Lächeln. Geistlich BioGuide und Geistlich BioOS sind die weltweit meistverwendeten Knochenregenerationsmaterialien in der Zahnmedizin. Sie wurden in mehreren 100 wissenschaftlichen Studien untersucht und bei über 4 Millionen Patienten eingesetzt. Geistlich Biomaterials wünscht Ihnen eine erfolgreiche Regeneration und ein strahlendes, natürliches Lächeln.